Hey Leute, es geht wieder weiter hier bei Let's Play Lemmy's Revenge in Lemmy's Castle jetzt. Mal gucken, was uns dort erwartet. Und ja, das wird wahrscheinlich hier der letzte Part werden. Ninjis, okay. Oh, fuck it. So, was haben wir hier? Oh, da hätte ich jetzt aber hier einen Scrolling-Abschnitt erwartet. Okay, der kommt nicht runter. Den aber jetzt. Ja, da habe ich den grünen. Da hätte ich den grünen Schalterpalast jetzt gebraucht. Okay, ich verstehe schon. So, was haben wir hier? Ach, die können mich stunnen. Okay. Ist ja schon heavy, ne? Bisschen. Okay. Ach du Scheiße. Oh, fuck it, das wär's. Was ein Abschnitt hier, ey. Boah, ich bin halt gar nicht mehr gewohnt, ey. Oh, shit, ey. Also, es ist wirklich doch schon herausfordernd hier. Okay. Was haben wir hier? Ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Okay. Weiter geht's. Wow. Oh.
Shit. So. Ein Boss. Zwei. So, wo erscheint er? Drei. Nächster Raum. Und hier? So, wo geht's hier hin? So ein scheiß Faker, ey. Hier. Das bringt mich wohin? Oh nein! Nicht sowas! Also, das Level ist echt geil, ey. So ein scheiß Zauberer. Da rein. Jetzt vielleicht. What the fuck? Ach so, was ist das? Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen an Kaizo 2 so ein bisschen angelehnt. Finde ich, so hat das ziemlich bei mir Ähnlichkeit. Nee, der kommt scheiße da. Das wird nix. Nee. Nochmal. Oh, ja, komm. So, Nummer 1. Ah, komm. Wah. So, und denk mal, einen Treffer braucht er logischerweise noch und dann dürfte das hier gegessen sein. Nee, nochmal. Wo taucht er auf? Was ist das? Jo.
Bonus. Was steckt denn hinter dem Bonus? Thank you for playing this hack. Feel free to use some of my ideas. Oh yeah, enjoy the music. Ja, das scheint dann wohl das Ende gewesen sein, zu sein mit Lemmy's Revenge. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Hack. Haben die Ideen wirklich sehr gefallen, vor allem am Anfang. Wir gucken mal durch, was mir im Kopf geblieben ist. Torpedo Jumping fand ich geil. Persönlich. Day Night sowieso. Swamp's Castle auch. Das finde ich auch recht cool. Hier weiß ich, die Idee von Mission Impossible fand ich cool, aber jetzt so ein Ansatzpunkt, wo ein Secret sein soll, habe ich jetzt nicht gefunden. Ja, das war auch recht unterhaltsam. Automatic Walk war mein persönliches Highlight dieses Hacks. Ja, und also ich finde es doch ein sehr schöner Hack, der auch mal herausfordernd ist und nicht so, ja, man bekommt alles in den Arsch geschoben mäßig. Ja, und das war's hier. Von mir an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis dann und ciao.